Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik-Schutzmaßnahmen. Wir sprechen nach wie vor über Personenschutz. Das letzte Mal haben wir ja über die Nullung gesprochen. Nun, ein übliches Konzept wird ergänzt durch einen sogenannten Fehlerstromschutzschalter. Und um genau den geht es in diesem Video, den Fehlerstromschutzschalter. Eigentlich mittlerweile heißt er RCCB, Residual Current Operated Circuit Breaker, ja. Früher haben wir gesagt FI-Schalter, ist eigentlich eine veraltete Bezeichnung. Also wenn einer von einem FI spricht, meint einen Fehlerstromschutzschalter, wenn einer vom RCCB spricht, meint er ebenfalls den Fehlerstromschutzschalter. Jetzt sollen wir uns anschauen, wie funktioniert dieser Fehlerstromschutzschalter. Ich habe wieder etwas aufgezeichnet und zwar eine gescheite Nullung. Okay? Also, Schutzleiter, Gehäuse, angeschlossen am Schutzleiter, Gehäuse angeschlossen an L und N, ja, so wie es gehört. Gescheite Nullung, perfekt. Ja. So ein Fehlerstromschutzschalter arbeitet nun nach dem Kirchhoffschen Prinzip der Knotenregel. Okay. In einen Knoten kommt genauso viel Strom rein, wie er wieder rausgeht. Ja. Nun, der Betriebsstrom, der sollte hier hineinrinnen und sollte hier wieder rauskommen. Ja. Deswegen wird das einmal so gemacht. Ich meine, was wir schon brauchen, ist irgendein Schalter, der das unterbricht. Ja, also da haben wir Schalter, ja, die das im Bedarfsfall aufmachen können. Allpolig. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier einen Eisenkern, so, wo die zwei Leitungen durchgeführt werden. Okay, die gehen da durch. Jetzt induziert der Strom, der hineinrinnt, induziert ein magnetisches Feld in diesen Eisenkern. Der Strom, der rausrinnt, induziert genau ein entgegengesetzt magnetisches Feld in diesem Eisenkern. Es gibt kein Magnetfeld in diesem Eisenkern. Okay? Wenn es jetzt aber zu einem Fehlerfall kommt und da, buch, da haben wir einen Isolationsfehler, einen Körperschluss, dann rinnt plötzlich hier weg, ja, rinnt ein Fehlerstrom. Okay? Delta. Ja? Delta-Neutralleiterstrom. Dieser Fehlerstrom wird jetzt hier aber nicht mehr zurückgeführt. Okay? Jetzt rinnt da ein Strom einer, der rinnt zum Teil hier zurück und zum Teil hier zurück. Ein Teil des Stromes biegt ab und weicht außerhalb dieses Dings da, dieses Eisenkerns, geht zurück. Okay? Jetzt gibt es plötzlich hier drinnen ein Magnetfeld, ist entstanden, weil der Strom, der einer rinnt, nicht mehr gleich den Strom, der hinausrinnt. Und jetzt gibt es da Windungen rundherum um dieses Dings. Und wenn hier in diesen Windungen genügend Spannung induziert wird, durch das jetzt vorhandene Magnetfeld, gibt es hier einen Magneten, der stark genug ist, dass er Bug die Dinge da aufzieht. Gell? I. Das heißt, wenn die Differenz der Ströme um einen gewissen I Delta N abweicht, dann ist das Magnetfeld da drinnen groß genug, dass es diese beiden Kontakte, oder wenn es ein dreipoliger ist, dann öffnet er halt alle vier, ja, also L1, L2, L3 und N, ja, das geht dann natürlich auch, dass ich das Ganze überwache, aber öffnet der diese Kontakte. Okay? Jetzt gibt es also an einem FI-Schalter auch noch eine Testtaste und die wird üblicherweise so gemacht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das dicke da, das wird üblicherweise so gemacht, die hat da einen Widerstand, haben wir da drinnen und da haben wir die Testtaste, wo bewusst praktisch ein Fehlerstrom, ein Strom außen vorbeigeleitet wird, um diesen Mechanismus zu testen. Also das ist diese Testtaste, die da drauf ist. Ich zeige ein Bild her, wie das ausschaut. Okay, wie so ein Fehlerstromschutzschalter von außen ausschaut. Ich zeige euch ein Bild hier, wie so ein Fehlerstromschutzschalter von innen ausschaut.
Ja, also so funktioniert ein Federstromschutzschalter. Einfach Knotenregel. Was sind jetzt übliche Werte? Nun, übliche Werte sind für I Delta N sind 10 mA. Empfindliche Sachen sind vorgeschrieben in Österreich sind 30 mA, 100 mA für so landwirtschaftliche oder Industrieanlagen und so weiter. Das sind übliche Werte. Wie gesagt, Wald und Wiesen, Federstromschutzschalter in Österreich 30 mA. Was gibt es da für Typen? Es gibt verschiedene Typen an Federstromschutzschalter. Es gibt den Typ G. Ja. Der ist stoßstromfest. Ja. Das heißt, wenn es irgendwo einen Stromstoß gibt, einen Einschaltstromstoß, dann löst er nicht sofort aus. Dann gibt es ja nur die S, selektiv, Kurzschluss, also kurzzeitverzögert. Selektiv, das sind die Typen. Das ist üblicherweise ein österreichischer GS-Schalter. Okay? Selektiv, kurzzeitverzögert heißt das. Und dann gibt es noch Arten des Fehlerstroms. Oh, blau. Oh, nein. Arten des Fehlerstroms. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das ist AC. Ja, dann werden nur sinusförmige Fehlerströme erkannt. Ja, sinusförmige. Dann gibt es den A und da gibt es den B. Das ist nachher noch Pluspulse. Strompulse und das ist Pluspulse plus Gleichstrom. Okay, gibt noch mehr Arten. Es gibt auch Arten, wo hohe Frequenzen erkannt wird. Das braucht man zum Beispiel bei elektronischen Lasten, bei so Schaltnetzteilen und so weiter. Kann sein, dass hohe Frequenzen vorkommen und die erkennen dann üblicherweise, die kennen dann vielleicht irgendwelche Wechselstromschutz, also Federstromschutzschalter nicht. Da braucht man noch andere Automaten. Aber ich sage einmal, es gibt verschiedene Arten des Fehlerstroms. Okay? Wie gesagt, in Österreich konzessionierte Elektriker, der weiß das, was gerade Norm ist. Ich möchte hier nicht auf irgendwelche Normen eingehen, weil immerhin sind wir Maschinenbauer und keine Elektrotechniker. Okay? Man soll nur wissen, okay, es gibt verschiedene Typen, 30 mA Ansprechstrom ist so das Maß der Dinge in Österreich im Moment. Strom, verschiedene Typen und verschiedene Fehlerstromarten gibt es ebenfalls. Ja, also nicht jeder Schutzschalter löst, also wenn das nur Stromimpulse sind oder Gleichstrom, löst der AC-Schalter gar nicht aus. Ja, da trinkst du drin, passiert gar nichts. Schlecht. Gut. Jetzt schauen wir uns an, diese Schleifenimpedanz da, das ist ZS. Wir haben ja hier wieder die Berührspannung, die maximal zulässige, UB, ja. Und die berechnen wir jetzt mit 50 Volt, ja. Und diese maximale, dieses ZS, ja. Es gibt zwei Bedingungen. Es muss auf alle Fälle mal kleiner wie 100 Ohm sein. Auf alle Fälle kleiner wie 100 Ohm, ja. Kleiner gleich 100 Ohm. Größer gibt es gar nicht. Ja. Und dann kann man das ZS natürlich noch berechnen. Es muss kleiner gleich sein. Der UB, oder? Dividiert durch den Auslösestrom. Und da nehmen wir nicht den Auslösestrom her, sondern 5 mal den I Delta N. Ja. Also, waren 30 mA, 5 mal 30 sind 150 mA UB. Sind
65 Volt durch 150 mA kommt was raus. Irgendwo im Taschenrechner herumliegen. Wahrscheinlich finde ich ihn. Wahrscheinlich nicht. Kann man ausrechnen auf alle Fälle. Komisch. Ich dachte, Griffbereit, ne? Mal schauen. Also schauen wir uns das an. 65 Volt dividiert durch 5 mal 30 mA, 433 Ohm. Sticht diese Bedingung. Der kleinere sticht. Ja? Kleinerer. Wert gewinnt. Also kleiner 100 Ohm. Wenn wir 100 mA haben, schauen wir, was da rauskommt. 130. Passt. Wo immer. 100 Ohm. Ja, Fehlerstromschutzschalter. Damit ist unser Konzept praktisch komplett. Also wir haben eine Nullung mit Fehlerstromschutzschalter. Sollte eigentlich relativ sicher sein. Blöd wird's, wenn ich dann zwischen zwei Teilen des Betriebsstromkreises drin hänge. Wenn ich praktisch die Last bin, dann schaut nichts aus. Dann sterbe ich trotzdem. Das ist das, was noch immer gefährlich ist, an und für sich. Die Hauptursache aber für irgendwelche Stromunfälle sind einfach Fahrlässigkeiten. Ja. Nicht Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln, irgendwelche Überbrückungen von irgendwelchen Schutzeinrichtungen, ja, statt der Schmelzsicherung bug einen fetten 100er Nagel eine oder schraubst du da stärkere Sicherung eine oder so. Das ist gefährlich. Bitte nicht machen. Ja. Und es ist finanziell, da passiert irgendwas, ja, es ist unzulässig, jetzt steigt die Versicherung aus, alles kannst du selber zahlen, grauslich, ja, grauslich und gefährlich. Also bitte, bitte einfach darauf aufpassen. Gut, das war die letzte Schutzmaßnahme, die wir so besprechen. Ja, Fehlerstromschutzschalter. Wir sehen, ein erheblicher Aufwand wird an und für sich getrieben für den Personenschutz. Warum? Weil wir halt so empfindlich sind. Damit kommt diese Serie an Videos über Schutzmaßnahmen zu einem Ende. Die Nachfolgesendung wird über Halbleiter gehen. Sendung. Das habe ich schon Sendung. Nachfolgeserie an Videos. Nachfolge-Playlist an Videos wird über Halbleiter gehen. Wer will, kann sich das anschauen. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.